Wir stimmen die auch per Popometer ab. Ich möchte einfach nur die Aussicht genießen heute. Keine Polizei. Mit der 100er kann man das auf jeden Fall lassen. Servus Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute steht auf dem Programm Booster. Ich habe so den Plan, mal Richtung Spot zu fahren, in der Hoffnung, dass ich dort heile ankomme, um dort dann natürlich auch ein paar Wheelies zu knechten. Ja, bin mal gespannt, was mich erwartet. Viel Spaß. So, dann starten wir hier mal. Ja, die Kiste ist dreckig wie Sau, aber ja. Wir stimmen die auch per Popometer ab. Da muss das natürlich auch so aussehen. Jo, hab ihn mal versichert. Ob's was bringt, werden wir sehen. Von 92 auf 100 hochgegangen mit der Düse. Und man merkt, das ist echt schon besser. Er ist so auf Viertelgas, ist ein bisschen überfettet. Da kann ich nochmal nacharbeiten. Aber ja, ich mache noch ein bisschen halblang. Also ich fahre ihn noch nicht aus. Gar nichts. Nur so 50, 60. Ein paar Wheelies hin und wieder mal. Ich möchte einfach nur die Aussicht genießen heute. Kein Spaß. Der muss jetzt mal ein paar Kilometer drauf kriegen. Das wäre natürlich mega mies, das Ding am Spot verblasen. Aber ja, scheint auf jeden Fall schon mal gut zu laufen. Mit der 100er Düse habe ich das Gefühl, dass er nicht ganz so heiß läuft. Wer hat es jetzt sehen, wir haben so um die 15 Grad heute. Also es fühlt sich so schon echt viel besser an. Hier fest. Ist normal, ja.
ehrlich sagen, ich glaube so mit der 100er, Alter, ist dreckig wie Sau, aber mit der 100er kann man das auf jeden Fall lassen erstmal. Ich denke vielleicht 105, weil man merkt schon so ein bisschen, wie er da mit dem Standgas rumdockelt. Aber ja, geil. Komm, machen wir noch ein paar. Ich bin mega zufrieden. So kann sich's wirklich sehen lassen. Hammer. Jetzt machen wir noch ein und damit beende ich das Video. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, ich probiere mal ein Stand-up. Oder ein Catwalk. Ja komm, wir probieren einen Catwalk. Ganz schön gefickt, aber hey, jetzt mal ohne Scheiß, der Catwalk, der ging doch mal komplett klar, oder? Meine Hand, es ist, ich bin zu hektisch. Aber ist halt was anderes, ne? Oh.
mega zufrieden. Bin jetzt auch wirklich echt kaputt. Also der Weg hin ist schon sehr lang, Weg zurück ist auch lang. Klar, mit der Supermoto oder Enduro ist das Ganze wesentlich schneller. Aber ich bin echt mega zufrieden. Das hat richtig gut geklappt für die erste große Spotrunde mit ihm. Was mir jetzt nur auf dem Heimweg gedanklich so in den Sinn gekommen ist, prinzipiell ist es echt zu schade, das Ding zu wheelen. Aber er ist irgendwie prinzipiell auch dafür gemacht. Naja, drauf geschissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentieren und liken. Wer noch kein Abonnent des Kanals ist, darf gerne Abonnent werden. Würde mich mega freuen. Und denkt bitte daran, mit meinem Rabattcode SirKenny könnt ihr bei ScooterTech 5% sparen und unterstützt natürlich mich und meine Projekte damit. Und natürlich auch die Firma. So, in diesem Sinne danke ich euch vielmals. Stay tuned. Eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video. Ciao. I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype, I stay loose.